Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein wunderschönes Wochenende, genießt ein bisschen das Wetter, bei uns ist nämlich gerade, ja, schön angenehm, also ja, kann so bleiben, so finde ich das in Ordnung, so und nicht anders. Und ja, der liebe Pascal hat sich gewünscht, dass wir auf YouTube-Kacke der Todesfick reagieren und lieber Pascal, das werden wir natürlich tun, ich hoffe, du hattest auch ein schönes Wochenende und wir fangen mal an. 150 Archäologen versuchen zu kacken. Rund um die Welt. Sie kommen aus dem wilden Feld, den Weiten des Ostens. Kanaken. Boah, Alter! Sie sind niemandem untertan und stellen sich gegen die Mächtigen der Welt. Gegen den großen Petnis. Oh Mann, ey. Sie reiten Tsarin Katharina und ficken sie in die Fortscha. Kanaken in deutscher Wehrmachtsuniform. Hitler benutzt sie für einen schmutzigen Krieg auf dem Balkan. Tausende schließen sich kackend der Wehrmacht an, um gegen ihre Frauen und Kinder zu kämpfen. Sie waren Söldner. What the fuck, ey? ...60 Jahre später. Boah, das würde mich ja voll ankotzen, ne? Ihr macht gerade so eine Reportage und sowas und da ist irgendwie ein Kameramann, der übelst noch mit der Kamera kommt. Weißt du, am besten noch jeden Pickel, jede Pore am besten noch filmen. Den Typen würde ich rauswerfen aus dem Flugzeug, aber hier, ganz schnell. Der Arzt Harald Stadler sucht zusammen mit einem Kanaken nach 16 Jahre alter Kinder. Auf der Suche nach einem sicheren Fick. Alter. Voll Eier und die Melonen trieben Alexander Pevnev hierher. Er sucht in Höhlen am Felsabgrund. Kanakenlöcher werden die engen feuchten Pfützen seit jenen Tagen genannt. Der Bauer Stadler fahndet nach Schnaps oder sogar eine Fundgrube. Fehlanzeige. Scheiße. Das Klosnetz von Berestechko in der heutigen Westukraine. Ein Wallfahrtsort. Kakakomben des Schreckens. Harald Stadler sucht nach Kopfspuren. Ein tödlicher Schwanzhieb in den Hintern. Alter. Ein gespaltener Arsch, ein faustgroßes Arschloch. Große Mengen an organischen Funden künden von einer verheerenden Sexschlacht, wie diese perfekt erhaltene Hodensacktasche, die im feuchten Boden ebenso konserviert wurde. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, N420. oder gibt's ein neues Programm, von dem ich nichts weiß? Gibt's N420? Nee, gibt's doch gar nicht, oder? Das ist doch gefaked! Das ist doch. Oder gibt's N420? Gibt's doch gar nicht, oder? Das ist doch fake! Das sind Fake News! Wie die Sackdiel aus Leder. Das Geficke der Kanaken beendete je den Traum vom eigenen Staat. Fahrt zur nächsten. Er war sich ja übel aufregt, ne? Zieh dir bei Sandalen Socken an. Jo, warte. Da. Zieh dir Socken bei Sandalen an. Das ist doch. Vor allem, guckt euch mal. Was hat denn der. Alter, was hat denn der für Fußnägel? Warte mal. Geht die Grafik? Ne, ne? Das ist höchste schon. Höchste der Gefühle, alles klar. Guckt euch mal, damit kann der. Das sind Mordwaffen. Damit kann er euch erstechen. Ein Tritt da habt ihr aber, ne? Ein Tritt in der falschen Region, ne? Hier in der Herzgegend und ihr blutet aus. Was ist. Das muss er anmelden, dafür braucht er einen Waffenschein. Der soll die Dinger schneiden, sonst komme ich gleich mal mit einer Heckenschere und schneide seine Pranken. Fahrt zur nächsten Grabung mit vereinten Kräften. Bevor es aber zur Grabung geht, muss der Gast kotzen. Schleelsch, ganz im Sinn der Kanaken. Nordöstlich von Kiek an der alten Straße nach Sorskau liegt Urin. Hier ließ sich der umstrittene Hetman Mazepa prächtig in den Arsch fiesten. Der legendäre Mutter Fika war eine Pfeife und liebte Wandfliesen, Wodka und Stiefel. Die Killingfields von Urin berichten von Lusaka. Brennende Mösen, die Leichen wurden gepflückt.
als grausame Warnung des Zaren. Taucher machen sich breit. Sie suchen nach Überresten. Die Aufgabe ist nicht gefährlich. Lächerlich. Oh, tauchen würde ich auch mal gerne gehen. Habe ich ja schon mal gesagt. Tauchen war ich noch nie, aber würde ich gerne mal gehen. Am besten hier in Undischen, genau. Undischen, was ist denn das für ein Land? Nee, die haben in, ich glaube, es war in Indien, da ist ja so ein Fluss. Das ist sogar ein religiöser Fluss. Da sind ja früh hier die ganzen Mönche und sowas. Und die Mönche, also da werden auch die Kinder und sowas getauft. Und da siehst du richtig hier, dass die Chemikalien, die siehst du richtig. Die kannst du erstmal einatmen. Also gefühlt, wenn du deinen Finger reinhältst, stirbt der Finger innerhalb von 2 Sekunden ab. Also verätzt der. Aber in den würde ich mal tauchen gehen. Mal schöne Tauchunterricht machen, ne, eine Stunde mal tauchen, mal die Leichenteile da rausholen oder mal den ganzen Müll. Das ist übel schlimm, müssen wir eingeben, das ist so, der ist, glaube ich, sogar einer der gefährlichsten Flüsse der Welt. Also direkt für mich, ich bin weg, tschüss. Also nee, ich muss ja noch gar nicht aussehen, ich muss erst dahin. Ohne Spaß, also tauchen würde ich gerne mal gehen. Also das ist, glaube ich, sehr interessant. Vor allen Dingen, vielleicht findet man ja auch Gold, ne? Vielleicht findet man ja irgendwie einen vergrabenen Schatz von irgendeinem Pirat, der dumm war und den Schatz da gelassen hat, ne? Kann ja alles sein, ne? Würde ich zwar niemals jemanden geben, aber den würde ich dann, weil ich weiß gar nicht, was ich mit so einem Schatz machen würde. Ich würde vielleicht so den Schatz dann, also der Regierung kriegt, die Regierung kriegt erstmal nichts davon ab. Erstmal will ich hier, ne, schön Lösegeld dafür haben. Sonst schmeiße ich den wieder dahin, wo ich ihn gefunden habe. Im trüben Flusswasser sieht man oft die Hand vor den Augen. Hinzu kommen türkische Strömungen. Meine Männer haben nicht viel Erfahrung, sagt Kartoffelleiter Maxim Schittkok. Auch mit Glück sind sie aufgeschmissen. Die Unterwasserarchäologen sind Loch Ness. Eine Grabung am Ufer soll weitere Hinweise liefern. 2 Skelette. Ein Opfer, das lebendig begraben wurde, wie es damals Sitte war. Doch die DNA-Analyse der Knochen wird die Archäologen auf eine ganz andere Fährte führen. Die beiden Männer sind nicht tot. Boah, der sieht voll... Was? Die beiden Männer sind nicht tot? Sieht voll so aus, als sie irgendwie gelächelt hätten, so. Ich nicht, haben die bestimmt so heimlich irgendwie eine Bon geraucht und sind dann so lächelnd gestorben oder so. Guck mal! Ey, guck mal, der hat aber voll das schöne Gebiss. Das würde ich schon rausreißen, das würde ich verkaufen, du. Wenn jemand mal ein Gebiss braucht, ne? Wenn du mal deinem Alter irgendwann ein Gebiss brauchst, weißt du, okay, stimmt. Ich habe ja mal einen Skeletti-Boy gefunden, ich habe ja noch mein Gebiss, ne? Dann kannst du das Gebiss bei denen rausreißen und dann kannst du es bald hier reinmachen, die Zähne. Oder falls ihr mal ein Zahn oder Zähne mal ausgeschlagen werden, ne? Wenn du dann zu Hause einen Kopf hast, das ist praktisch. Wenn du dann so einen Kopf hast, ne, kannst du dann die Zähne rauspulen und die dann bei dir reinstecken. Ne? Man muss ja nichts wegschmeißen heutzutage, ne? Man kann ja alles nochmal wiederverwerten, ne? Ist so. Ist einfach so. Da brauchen wir auch nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Da kann man sagen, hier Zahnarzt, pass auf, nee. Ich habe letztes Mal einen Skeletti-Boy gefunden. Ich habe Zähne zu Hause. Du brauchst mir hier keine andrehen für deine Decks. 1000. Ich habe Zähne. Andere Fährte. Ich würde so machen. Die beiden Männer sind nicht tot. Mit dem Schlauchboot durchstreifen sie am Dnieper die Veliki. Corona, kommen sie raus oder nie? Tut mir leid. Die große Soße. Die alten Karten stimmen nicht mehr. Das haben sie nicht einkalkuliert. Nur wer auf einem Schiff gekackt hatte, durfte sich Sack nennen. Ein Klo ist das Wahrzeichen der Solowetski-Insel. Das Eierland war Teil des berüchtigten Arschpenigs. Die Gefangenen wurden hierher gebracht und gegessen. Wie mag es dem Kanaken ergangen sein? Wie sagte Alexander Pevnev zum Abschied? Ich wurde als Kanak geboren.
Ich werde eine Mutter und Kinder reiten. Was? Ich werde Mutter und was? Eine Mutter und Kinder reiten. Hä, und meine Mutter und Kinder leiden? Hab ich jetzt nicht verstanden, das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Aber war wieder ein sehr, 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 sehr geiles Video. Hat mir wieder gefallen. Ja, wenn ihr mehr Vorschläge habt, wie ich an billige Zähne rankomme, falls ich mal irgendwann älter werden sollte und meine Zähne ausfallen, schreibt das bitte in die Kommentare. Aber wenn ihr auch mehr Vorschläge habt, auf was ich als nächstes reagieren soll, schreibt mir das doch bitte über Instagram oder über WhatsApp. Spinnt der. Bitte über Instagram, würde mich freuen. Und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.